Die Sirchinger Steige zwischen Bad Urach und Sirchingen ist wieder offen. Sie musste im Sommer letzten Jahres voll gesperrt werden. Grund waren massive Hangrutschungen infolge extremer Niederschläge. Mehrere Abschnitte der Straße waren abgerutscht oder zum Teil vom Regen unterspült. Nach vielen aufwendigen Sanierungsmaßnahmen ist die Steige jetzt wieder geöffnet. Verkehrsminister Winfried Herrmann war persönlich vor Ort. Mit dem Durchschneiden des Bandes hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann die Sirchinger Steige wieder für den Verkehr freigegeben. 15 Monate war die für die Bewohner der umliegenden Orte wichtige Verbindungsstraße voll gesperrt. Damit ist es jetzt vorbei. Wunderschöner Tag, insbesondere für die Sirchinger und für die Bürger aus St. Johann. Ein ganz, ganz toller Tag. Natürlich auch für Bad Urach ein toller Tag. Endlich ist es vorbei mit der großen Umleitung über die Hanner Steige. So sah die Steige noch im letzten Sommer aus, nachdem die Starkregenfälle zu Hangrutschen und Unterspülungen der Straße geführt hatten. Risse in der Fahrbahn, gebrochene Leitplanken und Erdmassen auf der Straße machten die Steige unpassierbar. Damals war noch nicht abzusehen, wie lange die Sanierungsmaßnahmen dauern würden. Für viele Betroffene ein nur schwer erträglicher Zustand. Das war am Anfang war natürlich da, eine gewisse Unzufriedenheit da. Man sah nichts, es waren keine Bauarbeiten da. Was wird hier gemacht? Ist kein Geld vorhanden, das zu machen? Das waren natürlich viele Fragen, die da offen waren. Aber so eine Maßnahme muss natürlich auch untersucht werden, bevor man in die Planung einsteigt. Das hat seine Zeit gefordert. Und dann, denke ich, ab dem Tag, wo wir hier am Samstagmorgen bei Roter Wurst und Glühwein die Bürger informiert haben über die Ausmaße der Sanierung, dann war es jedem klar, das kann nicht von heute auf morgen gemacht werden. Das braucht seine Zeit. Und dann war das Verständnis auch bei den Bürgern da. Und die Sanierungsmaßnahmen waren vielfältig. Die Steige ist jetzt mit rund 70 Pfählen gestützt. Hangstütznetze sind angebracht und eine leichte Verbreiterung der Fahrbahn wurde im Zuge der Bauarbeiten durchgeführt. 3,5 Kilometer mussten saniert werden. Dabei wurden 25 Kubikmeter Erdmasse bewegt. Kostenpunkt fast 6 Millionen Euro. Also wir haben sehr schnell festgestellt, dass es nicht eine einfache Sanierungsmaßnahme ist, sondern dass sie kompliziert ist und dass man die grundständig und grundlegend machen muss. Und da haben wir gesagt, wenn man jetzt schon gezwungenermaßen ran muss, dann machen wir es richtig. Dann braucht man aber auch etwas Planungszeit. Aber wenn man das mal sieht, dass man Planung und Realisierung in der kürzesten Zeit macht, dann ist es schon eine richtig gute Arbeit der Straßenbauverwaltung und der Unternehmen. Dabei half dann auch der milde Winter im letzten Jahr, der die Bauarbeiten so gut wie nicht eingeschränkt hat. Zur Eröffnung gehört es dann natürlich noch, dass man die neu sanierte Sirchinger Steige auf ihre Tauglichkeit hin überprüft. Test bestanden.